Hallo, Spiel des Tages. Wer wird Millionär? Mal wieder eine kleine Runde am 10. Juli 2023. So, mit, na, ohne Zeitlimit, mit Risiko. Let's go. Mit Werbung. Alle Zeichen, Wird ja. werden? So, die haben wir mal weggemacht. Dann geht's los. So ordnen Sie den Begriffen Brötchen, Schrippe, Weggle und Semmel die Region zu, in der sie besonders gebräuchlich sind. Brötchen. Brötchen. Keine Ahnung. Schrippe ist Berlin. Weggle ist irgendwo Schwaben wahrscheinlich. Semmel ist Bayern. Ja, und hier. Brötchen. Rheinland ist da, wo man noch. Ich wollte jetzt sagen, am normalsten spricht, aber so kann man es vielleicht auch formulieren. So, wobei Kölsch natürlich nicht dazu zählt. Aber sagen die in Köln auch Brötchen? Brötchen sagt man hier so im ostwestfälischen Bereich oder Niedersachsen, da wo man noch so am ehesten Hochdeutsch spricht. So, der trockenste der angebotenen Weine ist oft auch der Frühlinge, Sommere, Herbste, Wintere. Herbste. Irgendwie haben wir keinen Ton heute, aber egal, ich bin ja da. Was hat ein Brief an das Christkind in den meisten Fällen zum Inhalt? Muttergefühle, Kinderwunsch, Familienplanung, Vaterschaftstest. Natürlich D, nein B. Als nach einem Blackout endlich wieder Strom aus der Steckdose kam, hieß es erfreut. D-Mark, H-Milch, U-Bahn, O-Saft. D. War schon ziemlich an den Haaren herbeigezogene Frage hier. Wobei handelt es sich um eine gängige Zeitangabe? Über dem Tag, unter der Woche, neben dem Monat, auf dem Jahr. B. Ein Stück aus der Verdi-Oper Rigoletto heißt La Donna e Handy, Tablet, Mobile, Phone. Ich spreche kein Italienisch, das ist doch wahrscheinlich Italienisch, oder? Aber es wird höchstwahrscheinlich C sein. So, ist es auch. So, etymologisch hat nichts miteinander. Etymologisch nichts miteinander zu tun haben. Eisen und Eisenbahn, Jod und Jodtablette, Brom und Brombeere, Gold und Goldkette. C, weil Brom ist doch eher, was ist das, giftig oder irgendeine Chemikalie oder Brombeere? Und wird auch anders. Brom wird doch mit langem O gesprochen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es C ist. Und ist es auch. So. Bei seinem Abschied als Tagesschausprecher im Dezember 2020 sagte Jan Hofer, machen Sie es gut, und legte die Krawatte ab, sang die Nationalhymne, warf sein Toupet weg, bekam einen Lachkrampf. Keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen, ich habe auch nicht davon gehört. Ich würde mal vermuten, dass er jetzt nicht die ganze Nationalhymne gesungen hat. Ob er echte Haare hat, weiß ich nicht. Ich denke am ehesten A oder D. Ich würde jetzt am ehesten. So, was denn? Ein Move ist, den man noch vielleicht macht, ist, dass man, ja, Krawatte ablegen. Oder man lässt seine Stiefel im Ring zurück, wenn es der letzte Kampf war oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich frage mal das Publikum. Ja, A. Ja. Youssoupha Moukoko wurde 2020 zum jüngsten Regierungschef Afrikas, Fußball-Bundesligaspieler, Kardinal oder James Bond Bösewicht. Ich gucke erste Liga relativ wenig, aber ich bin relativ sicher, dass das ein Fußballer ist. Ist es auch. So, wer sorgte hierzulande Anfang Februar 2021 für einen heftigen Wintereinbruch? Lohengrin, Tristan, Tannhäuser, Parsifal. Ich meine, das ist ein Wettertief, Tristan mal gab. Bin mir aber nicht sicher genug, sodass ich mal wen anrufe. Es ist tatsächlich B, wenn der jetzt mir keinen Quatsch erzählt hat. Es ist Tristan. In welchem Zwergstaat gibt es rund 70 Berggipfel von über 2000 Metern Höhe? San Marino, Malta, Monaco oder Andorra? Glaube nicht, dass es in Monaco 70 Berggipfel gibt. Andorra habe ich nicht so oft. Ich war noch in keinem dieser, an keinem dieser Orte, in keinem dieser Länder. San Marino? Ich weiß es nicht. Ich würde am ehesten Andorra tippen, weil ich das am wenigsten einordnen kann. Ich glaube, Malta hat auch nicht so. Malta ist doch überhaupt gar nicht so groß, um überhaupt 70 Berggipfel zu haben. Ich würde schwer auf D tippen, bin mir aber echt nicht sicher genug. Und es ist wahrscheinlich D. Ja, ich sollte öfters meinen Intuitionen trauen, dann hätte ich noch alle Joker. Ödipus erhielt seinen Namen angeblich aufgrund seiner fettigen Haare, schielenden Augen, geschwollenen Füße oder abstehenden Ohren. Das müsste ich wissen. Müsste ich auch, oder ich müsste es herleiten können.
Ödipus-Komplex. Kommt wahrscheinlich aus dem Lateinischen. Ich war super krass gut in Latein, aber auch vor knapp 20 Jahren. Ich habe es auch seitdem mehr oder weniger nie wieder benutzt und dementsprechend fast alles vergessen. Ich nehme erstmal 50-50. Vielleicht kann ich dann schon mal zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine falsche Fährte gerate, reduzieren. Geschwollene Füße oder abstehende Ohren? Füße, PS, Pedes. Ödi. Ödem ist auch eine. Ist das nicht ein Bluterguss? Ich würde C tippen. Aufgrund meiner schwammigen und vagen Herleitung. Abstehende Ohren. Hat er überhaupt abstehende Ohren? Hat er geschwollene Füße? Ich weiß es auch nicht. Ja, tatsächlich 32.000 Euro. Welche Spitzenpolitikerin versuchte sich 1989 als 15-Jährige in dem Spielfilm Verbotene Liebe als Schauspielerin? Gab es das auch als Spielfilm? Genau diese Sitcom, nee, nicht Sitcom, wie sagt man? Soap Opera. Claudia Roth, Manuela Schwesig, Katja Kipping oder Ursula von der Leyen? Bin mir relativ sicher, dass Ursula von der Leyen älter ist und dass Claudia Roth auch älter ist. Die beiden anderen kann ich nicht so wirklich einordnen. Da habe ich auch kein Bild vor Augen. Die könnte ich generell. Nein, ich höre auf. Manuela Schwesig. Ich hatte zumindest recht, dass es die anderen beiden nicht war. 32.000 Euro. Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte ich auch noch durchaus weiterkommen können. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.